Herzlich willkommen zu unseren Nolte Küchen Montagevideos. Heute zeige ich euch den Neo-Schubkasten Avantec. Hier haben wir eine Beleuchtung verbaut, die sich ganz einfach mittels Ausklicken entfernen lässt. Zur Einstellung der Frontneigung befindet sich hier hinten eine Kreuzschlitzschraube, die ich durch Drehen die Front dem Korpus anpassen kann. Zu den weiteren Einstellungen muss ich hier vorne diese Metallplatte nach hinten schieben und kann hier wie bei unserem Premium-Line-Schubkasten die Front nach oben und unten bewegen sowie nach links und nach rechts über diese Schraube. Das ganze System kann durchschnittlich bis zu 450 Mal geöffnet werden, ist kabellos verbaut und im hinteren Bereich befindet sich ein Akku, welchen wir mittels des mitgelieferten USB-Kabels immer wieder aufladen können. Vielen Dank. Wir sehen uns in dem nächsten Nolte Küchen Montagevideo.